hat die Gedanken einfach, dass das Deutschland und alles gut ist und alles sicher ist und perfekt, man kann arbeiten, man kann Geld verdienen. Aber so leicht ist das nicht. Auch ich selber, ich hatte solche Vorstellungen. Ich bin selber als Flüchtling hier, ich kam hier 2000 an und ich kam in eine Asylunterkunft. Ich war auch geduldet 12 Jahre und ich kenne die Zeit, weil da versucht man, dass jeden Tag, dass das vorbeigeht und dann wartet man auf den nächsten Tag. Ich habe gedacht, hier gibt es alles. Ich habe nicht gedacht, dass ich 12 Jahre auf eine Asyl warten erstmal und auf Arbeitsgenehmigung 6 Jahre warten muss. Ich komme aus dem Irak. Und ich arbeite als interkultureller Vermittler im Asylzentrum Tübingen hier. Wenn man eine Zukunft bauen möchte, man braucht das Asyl. Weil hier, es geht alles mit Unterlagen und Papieren und Genehmigung und Erlaubnis und alles, das kennen wir nur hier. Kein Mensch will Krieg und sterben und seine Familie lassen und abhauen. Die haben verschiedene Gedanken. Ein Teil ist dort die Familie, was der Rechtsfamilie dort bleibt. Und ein Teil ist es hier, Asylverfahren. Die kommen schon mit großer Hoffnung hier. Die versuchen ein neues Leben zu beginnen. Weil Krieg ist keine Lösung, also für kein Land und für keinen Mensch. Da Leute versuchen einfach in Sicherheit zu sein. Die haben Angst, dass die hier direkt kein Asyl bekommen, dass die wieder zurückgeschoben werden. Dadurch kriegen die ziemlich viel Angst, manche sogar schlafen nicht zu Hause. Also wenn jemand ohne Grund abgeschoben wird, das ärgert mich sehr sehr. Und da kommt einfach um 5 Uhr, um 6 Uhr oder um 4 Uhr kommt Polizei und du darfst nicht mal eine Tasche packen. Manchmal Leute musste ich bei mir zu Hause verstecken wegen Abschiebung. Der erste Schritt ist, man geht zu einer Aufnahmestelle und man wird aufgenommen erstmal als Asylbewerber, bekommt man einen Ausweis. Und der zweite Schritt ist auf jeden Fall die Sprache erstmal lernen. Die Sprache, das ist der Schlüssel zu allem fast. Sprache ist sehr wichtig, wenn man was auf dem Herzen hat und wenn man etwas hat, das man Besonderes zu jemandem sagt. Als ich hier kam, habe ich Schwierigkeiten mit dem Dolmetscher gehabt. Also ich habe selber niemanden fast gefunden. Seitdem her irgendwie, ich versuche also die Menschen auch zu helfen, die auch von ihren Ländern fliehen und dass sie einfach in Sicherheit sind und Sicherheit leben. Ich versuche immer dran zu bleiben, das ist schon ein Teil von mir schon. Das gibt mir ein Gefühl, einfach ein gutes Gefühl. Ich weiß, wie schwierig es ist, dass für jemanden, wie nur hier kommt. Man hat immer Ideen, man hat immer Gedanken, man kann nicht schlafen. Ich versuche also, einfach was Gutes zu machen. Beni şimdi anlıyor musun? Sen az mı fahmdık ki? Beni anlıyor musun? Du mir fahm de ge? Du mir fahm de ge? Du mir fahm de ge? Verstehst du mich jetzt?